Eine Lungentransplantation ist ein operativer Eingriff, wo eine Lunge eines verstorbenen Spenders einer erkrankten Person implantiert wird, um eine meist sehr fortgeschrittene Lungenerkrankung so zu therapieren. Eine Lungentransplantation kommt prinzipiell einmal in Frage, wenn die Lungenfibrose sehr fortgeschritten ist. Also in Fällen, wo bereits eine zusätzliche Sauerstofftherapie notwendig ist und wo meistens eine sehr starke Einschränkung der Leistungsfähigkeit und oft auch der Lebensqualität besteht. Zusätzlich müssen für eine Lungentransplantation aber eine ganze Anzahl von Voraussetzungen gegeben sein, damit ein solcher Eingriff durchgeführt werden kann. Ob Sie dafür in Frage kommen und welche Untersuchungen dann weiter notwendig wären, darüber wird Sie Ihr Arzt sicher informieren. Eine Lungentransplantation kommt nur für einen geringen Prozentsatz von Patienten mit Lungenfibrose in Frage. Einerseits betrifft dies natürlich nur sehr fortgeschrittene Stadien von Lungenfibrose. Andererseits ist die Anzahl der möglichen Spenderorgane natürlich begrenzt. Das heißt, es muss eine genaue Auswahl getroffen werden, welche Patienten von einem solchen Eingriff am meisten profitieren. Sollten Sie nicht für eine Lungentransplantation in Frage kommen, gibt es dennoch medikamentöse Therapiemöglichkeiten und nicht medikamentöse Therapiemöglichkeiten, die die Krankheit günstig beeinflussen können. Oft ist bei Patienten mit fortgeschrittener Lungenfibrose, die nicht für eine Transplantation in Frage kommen, eine Langzeitsauerstofftherapie eine sehr sinnvolle Therapie, die auch die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit deutlich bessern kann. Daneben ist je nach Ursache und je nach Art der Lungenfibrose meist auch eine medikamentöse Therapie möglich.